So, da bin ich schon wieder. Jetzt geht's noch mal weiter mit Bauch, Beine, Po, Express. Express, weil wir nur eine halbe Stunde machen. Aber dafür richtig schön knackig. Und Voraussetzung ist, dass du ein bisschen warm schon bist. Wenn du es noch nicht bist, dann mach dich jetzt schnell noch ein bisschen warm, renn noch mal die Treppen rauf und runter ein paar Mal. Dass einfach so ein bisschen der Kreislauf in Schwung kommt und deine Gelenke vielleicht schon mal ein bisschen warm sind. Genau, wir haben ja eben schon hier eine Dance Aerobic quasi gemacht, eine Step ohne Step und sind dementsprechend warm. Aber genau, falls du jetzt neu dabei bist, dann müsstest du dich jetzt erst noch mal ein bisschen warm machen. Gut, und wir machen ein bisschen was im Stehen. Dazu kannst du, wenn es dir sonst zu langweilig ist, auch noch die Hanteln dazu nehmen. Aber im Grunde braucht man die nicht unbedingt. So, wen haben wir denn da? Die Sonja ist da. Hallo Sonja. Eben beim Dance warst du aber nicht, ne? Ich glaube nicht. Genau. Also, ich mache mal kurz Musik an, ob du alles hörst. Aber natürlich, ich habe ja nichts geändert hier. Also eigentlich müsste alles schick sein. Genau. Sabine ist auch noch da. Wunderbar. Schön. So. Also entweder mit oder ohne Hanteln, wie du magst. Wir machen eine Runde im Stehen und dann machen wir ganz viel am Boden. Eins noch vorweg, es ist nicht beckenbodenfreundlich. Also du musst selber so ein bisschen drauf aufpassen. Wir machen so ein paar ganz normale Crunches auch, ne? Also da einfach ein bisschen aufpassen. So, dann stellst du dich einmal auf, entweder mit oder ohne Hanteln in den großen Squat. Kommst hier einmal richtig schön runter. Bauch rein, genau. Sehr schön. Und dann geht es erstmal nur hoch und ab. Hoch. Die großen, tiefen Squats. Genau. Gut. Wenn du das ohne Hanteln machst, dann ziehst du einfach nur die Arme nach hinten. Na? Und wenn du das mit Hanteln machst, dann ruderst du nach oben. Weil das hier mit Hanteln ist scheiße für den Nacken. Entschuldigung, dass ich das so sage, aber ne, das kann kaum eine Frau mit ihrem Nacken aushalten. Ausnahmen bestätigen die Regel. Bleib noch mal unten, mach mal kleine. Genau, kleine, Bauch rein. Kleiner Zeh drückt in den Boden. Beckenboden ist zu. So, nochmal auf eine Zeit hoch. Du kannst natürlich von hier aus, von vor der Brust, die Arme nach hinten nehmen. Na, das geht. Mit Hanteln. Aber mehr Sinn macht das. Genau, das stört nicht so den Fluss in den Beinen. Sehr gut. Bleib mal unten, mach noch mal die kleinen hier. Sehr gut, richtig schön tief unten, Bauchnabel rein, Beckenboden so zu, wie es geht. Vier noch. Pass auf, rechtes Bein geht hier links rüber. Genau, gebeugtes Bein und hier mit den Armen im Wechsel. Wenn du noch mehr möchtest, streck das Bein. Die Übung liebe ich, weil sie so schön alles bearbeitet. Wirklich alles. Oberschenkel vorne, hinten, innen, Po, schräger Bauch, Bizeps. Kreislauf geht hoch. Nach acht, weil es so schön ist. Vier noch. Zwei mehr. Bleib unten
Und nochmal kleiner. Genau. Atme. Lass die Schultern schön tief. Ein bisschen noch. Noch viel. Und dann das gleiche mit dem linken Knie. Erstmal Knie. Genau. Schräg rüber. Richtig schön schräg. Und wenn du es auf der anderen Seite gemacht hast, dann auch hier mit dem gestreckten Bein. Genau. Ein paar Mal noch. Puls geht ordentlich hoch. Sehr schön. Noch acht. Vier noch. Ich befürchte, wir müssen es auf dieser Seite noch achtmal machen. Jetzt noch acht. Weil wir haben es auf der anderen Seite auch so lang gemacht. Noch vier. Drei. Zwei. Bleib nochmal in der Mitte. Kleiner. Zieh nochmal die Zehenspitzen an. Oh, ist das schön. Atme. Noch vier. Sehr gut. Pause. Gut. Ein bisschen ausschütteln. Dann setzt du dich auf den Boden. Und wir machen ein bisschen Bauch. Und wie gesagt, nicht wirklich beckenbodenschonend, weil wir Crunches machen. Also achte drauf, Beckenboden zu, Bauchnabel rein. Entweder mit Hanteln oder ohne. Okay, pass auf. Es geht langsam. Abrollen, 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 abrollen und langsam wieder hoch. Mit Hanteln ist leichter als ohne. Also wenn du das ohne Hanteln kannst, mach es ruhig ohne Hand. Ja, Mäuschen. Noch einmal langsam. Und dann schneller. Es geht tief, tief, hoch, hoch. Und wenn das nicht geht, ohne Schwung holen, dann machst du das natürlich nicht den ganzen Weg runter, sondern nur den halben Weg. Oder du machst eine beckenbodenschonende Variante. Ein bisschen noch. Bauch schön rein. Dann bleib da oben, leg einmal die Hanteln zur Seite, roll dich noch einmal langsam ab auf den Rücken, Füße bleiben aufgestellt, Hände sind am Kopf und es geht hier, Mira, langsam hoch und tief, also schnell, nicht langsam, hoch, tief. Na, und das sind die Übungen, die man mit schwachem Beckenboden nicht machen sollte. Hoch, tief. Ich habe nach meinem zweiten Kind 3 Jahre gebraucht, bis ich die hier wieder machen durfte und konnte. Aber das ist auch schon 15 Jahre her. Mein Kind ist schon 18, mein kleines. So, pass auf. Wir machen nach rechts, rechts. Zwei noch. Nach links. Schräg rüber. Zwei noch. Nach rechts. Schräg rüber. Mira, ich muss noch ein bisschen hier. Zur anderen Seite. Vier. Drei. Zwei. Und nochmal zur Mitte. Hoch. Hoch.
Noch 4, 3, 2, Pause. Kurze Pause. Einmal den Kopf von einer Seite zur anderen. Sehr schön. Und dann nimmst du nochmal die Beine zur Decke und hebst nur den Po vom Boden ab. Hoch und ab. Mira, ich spiele jetzt noch nicht. Nee. Mach mal schneller, wenn du kannst. Bauchnabel schön rein. Kleine Bewegung. Oh mein Gott. Ein bisschen noch. Noch ein bisschen mehr. Sehr schön. Stell die Füße nochmal auf. Heb den Po an, so hoch wie du kannst. Und hier oben nochmal hoch und ein bisschen abschwingen lassen, aber nicht zu sehr. Also du bleibst quasi im oberen Drittel. Nur immer so ein bisschen nachgeben. Ansonsten da im oberen Drittel. Und mit jedem Mal kommst du ein bisschen höher. Die Füße sind hüftweit, maximal schulterweit auseinander, nicht noch weiter. Und dann lässt du mal den Po ganz oben, schiebst ihn noch ein bisschen höher und dann nur die Knie zusammen, auseinander, nur das. Noch 4, 3, 2 und nochmal nur auf eine Seite ins Po hoch und ab. Nicht ganz ab. Brennt ordentlich im Po, ne? Und auf der Beinrückseite. Bleib nochmal oben. Noch ein bisschen höher den Popo. Und hier oben nochmal schließen und öffnen die Beine. So, Mira spielt schon mal alleine. 2 noch. Und wieder lösen. Oh, langsam lösen. Einmal die Beine noch mal ein bisschen ausschütteln. Gut, noch einmal das rechte Bein zur Decke. Rechte Hand an den Kopf. Bauchnabel rein. Und wir machen hier noch mal die schrägen Bauchübungen. Komm hoch. So hoch wie du kannst. Du möchtest gerne da an deinem kleinen Zeh anfassen oder sogar dran vorbei. Und beide Schultern heben vom Boden ab. Oben, kleine, im oberen Drittel. Zieh. Ein bisschen noch. Pause. Oh, einmal das andere Bein. Linkes Bein zur Decke. Linke Hand an den Kopf. Bauchnabel rein, Beckenboden zu. Rechte Hand hier hoch. Und beide Schultern heben noch vom Boden ab. Ein bisschen noch. Achte drauf, auch die linke Schulter abzuheben. 4 Mal noch so und dann kommen die schnellen noch. Oh mein Gott.
Oberes Drittel, die Kleinen. Komm, oben, oben. Heieiei. Sehr schön. Pause. Gut. Absetzen das Bein. Ach, Mira. Du bist noch gar nicht dran. Du bist noch gar nicht dran. Nee. So, du kommst einmal kurz auf alle Viere. Ich überlege kurz, wie ich dir das ansage. Doch. Wir machen erstmal die Planke. Die Planke. Eine hohe Planke. Genau, eine hohe Planke. Wen hast du da gesehen, Mira? Ha? Alles gut. So, eine hohe Planke. Schultern sind weg von den Ohren. Bauchnabel ist innen. Und jetzt drehst du dich zu mir. Genau, dass du mich sehen kannst. Schultern immer noch weg von den Ohren. Bauchnabel schön innen und Ruhe halten. Wenn das zu viel ist, gehst du in die normale Planke zurück. Hier. Ne, seitliche Bauchmuskeln. Und jetzt kannst du hier noch so ein bisschen anheben. Genau. Noch vier. Drei. Zwei. Pause. Komm wieder zur Mitte. Und dann Seitstütze auf der anderen Seite. Und erstmal da halten. Bauchnabel ist schon innen. Schultern sind weg von den Ohren. Lang ist wunderbar der Hals. Der Hals ist wunderbar lang. Und dann nochmal mit deiner Mitte, mit dem Bauchnabel hochziehen. 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 Nicht aufhören, ne? Lieber in die Planke zurückgehen, wenn es auf einer Seite zu schlimm ist. Und dann wieder in die Mitte. Einmal die Knie absetzen. Einmal kurz in den Fersensitz. Dass die Schultern hier nochmal sich entspannen können, dass das alles nochmal lang gezogen wird. Sehr gut. Und dann kommst du nochmal auf alle vier. Und wir machen noch einmal den Seitstütz auf der ersten Seite. Also in die Planke zuerst und dann hier in den Seitstütz. Bauchnabel ist innen. So, dein oberes Bein hat die Kontrolle, ist fest am Boden. Und wenn du jetzt noch was für innen und Bauch ganz intensiv machen möchtest, löst du dein unteres Bein und streckst es vielleicht nochmal nach vorne und wieder zurück. Nach vorne und wieder zurück, ohne dass deine Mitte absinkt. Zweimal noch. Oh. Einer noch. Schön, ne? Lösen. Andere Seite. Andere Seite. Seitstütz. Schön halten. Du kannst auch hier bleiben. Oberes Bein ist das, was dich stützt. Unteres Bein einmal lösen und erstmal halten, ob das geht. Und wenn es geht, nach vorne ausstrecken und wieder zurück. Und wieder zurück. Nach vorne. Und wieder zurück. Zwei noch. Einer noch. Pause. Komm wieder zurück. Geh in den Fersensitz. Und wo wir hier schon so schön sind, komm nach vorne langsam in die enge Liegestütz. Und wieder zurück. Wichtig dabei ist, dass du wirklich deine Mitte stabil lässt und hier beim Hochkommen die nicht durchhängt. Langsam nach vorne und langsam wieder hoch. Nochmal. Langsam, Ellbogen eng. Und langsam wieder zurück. Nochmal, langsam. Und langsam wieder zurück. Gut. Bleib auf allen Vieren. Komm nochmal hier in die tiefe Planke. Einmal nochmal die Füße hinten aufstellen. Tiefe Planke. Hände sind fest am Boden. Bauchnabel ist innen. Sehr schön. Streck jetzt mal, wenn du magst, nur den rechten Fuß nach hinten aus. Nur den rechten Fuß. Die Beine sind immer noch auf der gleichen Höhe. Und wenn du magst, so ein bisschen das Bein nach außen und wieder ran. Außen, ran. Außen, ran. Bauch rein. Alles stabil halten. Zwei noch. Absetzen.
linken Fuß ausstrecken, Bauchnabel rein, Bein nach außen und wieder ran. Außen, ran. Atmen. Zwei noch. Pause. Fersensitz. Sehr schön. Arme sind ganz lang. Gut. Und dann setzt du dich noch einmal auf den Popo. So. Deine Hände zeigen nach hinten. Die Füße sind aufgestellt. Und du nimmst hier nochmal den Po hoch. So hoch, wie es geht. Genau. Bauchnabel rein. Und dann nur ein Bein nach vorne, anderes Bein nach vorne. So, und wir strecken das Bein nicht nach oben, ne? Wir strecken es nach vorne. Und der Po sinkt nicht nach unten ab, sondern der bleibt hier oben. 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 Ein bisschen noch. Bauchnabel ist innen. Sehr gut. Setz den Po ab. Nimm einmal nur deine rechte Hand. Und dann geht es langsam hoch, langsam tief. Langsam hoch, langsam tief. Und du schiebst den Po so hoch es geht. Zwei noch. Einer noch. Pause. Andere Seite. Hoch. Tief. Hoch. Viermal noch hier. Richtig schön hoch. Letztes Mal. Sehr schön. Pause. So. So. Dann legst du dich noch einmal auf deine Seite. Mira, du bist immer noch nicht dran. Immer noch nicht. Gemein, ne? So. Sie meint, es ist jetzt so langsam Zeit, dass ich hier Feierabend mache. Ach, Mäuschen. So, leg dich einmal auf deine Seite. Nimm einmal dein oberes Bein. So, wir machen jetzt diese Hüftdehnung, die wir sonst auf dem Bauch machen, machen wir jetzt einmal in Seitlage. Nur damit du einmal merkst, wie doll du hier schummeln kannst, ne? Wenn du das jetzt hier einfach so hältst, kann man das so halten, dass man hier gar nichts merkt. Und ich hätte gerne, dass du das wirklich, das Bein so weit nach hinten rumziehst quasi, bis du was merkst vorne. Bauchnabel mit nach innen oben. Genau. Sehr schön. Einmal kurz lösen das Bein, einmal ganz lang strecken, den Arm nochmal ganz lang strecken, richtig die Seite auseinanderziehen, als ob du hier auch zwischen den Rippen Platz schaffst. Genau. Und dann wieder lösen. Einmal kurz auf die andere Seite drehen und auch hier wieder das obere Bein, den Fuß fassen. Die Knie bleiben nah beieinander. Die Hüfte schiebt nach vorne. Der Po ist angespannt. Na, Mirachen? Gleich hast du es geschafft. Bauchnabel ist innen. Und auch hier nochmal das Bein lösen, das Bein ganz lang ausstrecken und den Arm
Nochmal ganz lang ausstrecken. Und du machst nochmal deine Seite so lang, wie es geht, als ob du deine Rippen auseinanderziehst. Ganz, ganz, ganz auseinanderziehen. Genau. Und wieder zur Mitte. Leg dich noch einmal auf den Bauch und auf die Unterarme. Schultern sind weg von den Ohren und zieh nochmal hier die Schultern so ein bisschen nach vorne im Wechsel. Und wenn dir das nicht reicht, kannst du auch noch deine Arme einfach strecken. Also aus dieser gebeugten Position einfach Finger spreizen, Hände in den Boden strecken. Ich hätte gerne, dass du deine Hüfte am Boden lassen kannst. Wer das natürlich auch in der richtigen Cobra kann, also hier mit Händen hier nah dran, der kann das auch tun. Aber ich hätte gerne, dass wirklich die Arme gestreckt sind, die Schultern am Boden und die Hüfte auch noch am Boden. Also wenn ich hier die richtige Cobra mache, dann siehst du, hängt meine Hüfte in der Luft. Und das möchte ich im Moment nicht. Ich möchte, dass die Hüfte am Boden bleibt. Genau. Und dann langsam wieder ablegen. Und einmal noch entweder hier in dieser Plankenposition und nochmal ein bisschen rausregeln oder nochmal die Arme strecken. Vielleicht noch mal gucken, ob du die Beine enger zusammennehmen kannst, wie sich das dann anfühlt. Und dann wieder lösen. Nimm die Hände unter die Schultern, komm auf alle Viere und noch einmal zurück in den Fersensitz. Arme sind lang und dann kommst du auf die Füße und streckst die Beine noch mal. Oh ja, wie schön. Und lässt dich nochmal hängen. Lass die Beine gestreckt. Mira zeigt heute ihre absolute Megashow hier. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Oh, so, hier nochmal ein Bein beugen, ein Bein strecken. Und dann kannst du dich langsam wieder aufrichten. Langsam, 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 langsam. Genau. Und ganz tief einatmen. Und aus. Und nochmal tief ein. So. Dankeschön, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart. Noch bei der kleinen, kurzen Bauchbeine-Po-Einheit. So, dann mache ich jetzt hier Musik aus. Sehr schön. Dann wünsche ich euch noch einen ganz, 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 ganz schönen Abend. Draußen ist es irgendwie schon dunkel hier, es regnet, es sieht irgendwie nicht so freundlich heute aus. Mal gucken, wie das Wochenende wird. Morgen 15 Uhr sehen wir uns vielleicht zum Step. Genau. Macht's gut. Tschüss.